Sind wir's? Sind das die Cookies? Ich weiß ja nicht, Nico, das fühlt sich so komisch an. Ja, ich gucke mich auch. Wo kommt denn diese riesige Küche her, in der man sich auf einmal bewegen kann hier? Ob das alles so richtig ist hier. Hallihallo, die Cookies sind da, es ist Sonntag und wir bringen euch eine geile Nummer. Stullennummer. Eine Stullennummer, aber in ein wenig Pimpet. Pimp mal Stulle. Nico, erklär mal genau, was haben wir denn heute Feines vor mit Stulle und dem Rest? Der Gabentisch ist reich gefüllt, ne? Mhm. Wir haben hier Stullen, schön weich, außen knusprig. Die rösten wir uns gleich ganz frech. Mit Rosmarin, ein bisschen Öl, machen die schön kross. Dann gibt es Hähnchenbrust, in dünn geschnitten, schön angebraten, mit einem guten Cheddar. überlegt und dann geht das in den Ofen. Dazu gibt es eine Mayonnaise. Wir gucken gleich mal, ob wir die auch scharf hinkriegen. Sonst hat der André Chili-Fäden besorgt. Ich habe versucht mitzudenken. Warum also jetzt dieser komische, süffisante Unterton? Nur so. Das habe ich für dich getan. Dann, und für euch. Machen wir freches Grünes drauf. Und zwar quasi nochmal ausreden. Die Rauke. Die Avocado in Grün. Okay. Andres Wunsch war Zucchini in Grün, aber angebraten. Ganz dünn so. Ja, weißt du, so ist ja grün, rot, gelb, braun. Finde ich super von den Farben. Ne, das Essen muss auch von Farben her stimmen. Soll ich hier schon mal Olivenöl und dann Brot? Ja. Dafür machst du das ja auch, dann muss ich ja warten. Nee, aber wir machen den einfach in dicken Stücken dann. Ja, sicher, der wird ja einfach nur mitgeröstet. Der soll einfach nur Geschmack abgeben und lecker. Genau, es soll nicht am Brot kleben bleiben, genau wie das Rosmarinstück, das lege ich einfach nur mit rein. Wir wollen den, wie sagt der Nico immer, den Flavor, aber wir wollen nicht, dass es benetzt ist. Ja, ganz genau wollen wir ja die ätherischen Öle und Geschmacksstoffe des Rosmarins ihm entlocken und ins Brot treiben. Keiner mag Klugscheißer. Soll ich das schon erhitzen oder ist das dann... Du kannst schon jetzt da total walten. Ich walte. Wie viele Scheiben brauchen wir denn? Schneiden wir das so in der Mitte dann durch? Was? Oder machst du das so als Ganzes? So als Ganzes. Drei hoch? Vier hoch? So, hier ist heiß, Nico. Ja. Achso, ja, aber erst Flavor. Ja, aber kommt doch drumherum. Ja, aber jetzt kann ich ja... Was? Jetzt ehrlich? Jetzt rein? Ja, sehr. Was soll er rösten? Ja, jetzt kommt Flavor. Ja, das ist der Sonnenbank-Flavor. So, ja. Teil 1 geht hinaus. Ich kümmere mich derweil um das Hähnchen. Kann ich auch zwei reinlegen? Stimmt, oder? Deswegen nahm ich die größere Pfanne. Also, das wird hier schön angeröstet mit... unserem Rosmarin und dem Knoblauch. Es duftet fantastisch, denn Nico schneidet dünne Hähnchenstücke. Okay, er schneidet sehr dünne Hähnchenstücke. Stücke. Unser Brot ist fertig! Nico hat das Hähnchenbrustfilet in dünne, feine Streifen geschnitten, damit wir die gleich schön belegen und anbraten können, richtig? Und dann könntest du die auch anbraten? Soll ich die jetzt schon anbraten? Ja. Mit Sonnenblumenöl? Du brauchst, weil du mehr Hitze brauchst. Was ist eigentlich mit der Mayo? Machen wir gleich. Ach, dauert die nicht lange? Nee. Wie soll ich das denn würzen? Salz, Pfeffer und ein bisschen Curry-Paprika? Oder? Ja! Also ich mache mir das immer gerne in Folie rein, das Curry und das Paprika, weil das dann den Flavor mehr hat. Das ist auch richtig so. Ja. Verrückt! Ich wurde gelobt. Habt ihr das gehört? Also, ich mache das Currypulver schon mal mit in das Öl. Man röstet ja... Das Paprika mit, auch. Das Paprikapulver. Oh. Ganz entscheidender Trick, also nicht das Fleisch einfach so von alleine schon... würzen oder nachher, wenn es in der Pfanne ist, sondern einfach das Öl direkt würzen und das Ganze schön kross machen. Und jetzt geht das dann auch schon damit rein. Ihr seht, richtig schön feine, dünne Stücke hat der Nico da gemacht. Ja, ich meine, die sind auch schnell durch. Die sind auch schnell durch, ne, wollte ich gerade sagen. So, das hier ist ein etwas dickeres Stück. Deswegen einmal schön anbraten. Die gehen ja gleich mal ganz kurz in den Ofen. Ne? Ja. Guck mal, Zucchini fertig, Tomate fertig. So, das geht ja gleich noch mit im Ofen, deshalb muss ich das nicht vollständig durchgaren, richtig? Ja.
Darf ich denn einfach mit der Mayo beginnen? Du darfst einfach mit der Mayo beginnen. Aber du darfst die Schritte sehr gerne erklären. Alles schön verteilen und ordentlich rinnen. Okay, ich habe das Ei getrennt. Ja. Ne? Wir benutzen das Eigelb. Ein wenig Senf. Ich habe Bock auf ein bisschen süßen Senf. Okay. Ist einfach so eine Geschmacksfrage für jeden selbst, oder was? Ja, da kommen Süße noch mit dabei, ne? Okay. Ein bisschen Essig. Dann verrühre ich dies und lasse das Öl hineinlaufen. Sehr schön. Um eine Emulsion zu Genau, das erzeugen. Ganze dickt dadurch dann an. Salzen und Pfeffern darf man nicht vergessen, ne? True. Das Hähnchenbrustfilet ist damit, habt ihr gerade gesehen, auch wunderbar in Curry und Paprika angeschwitzt. Wir salzen und pfeffern uns das dann gleich, wenn das nochmal in den Ofen geht, zusammen mit dem Cheddar-Käse. Das Brot ist fertig geröstet mit Knoblauch und Rosmarin. Nico hat die Zucchini, den Knoblauch und die Tomaten in Scheiben geschnitten und rührt gerade eine wunderbar herzhafte bzw. chilihafte Mayonnaise an, richtig? Ja, das ist jetzt Tabasco-Chili. Die Chili-Fäden kommen gleich einfach drauf, ey. Die isst man, ja so mit. Ich hätte die jetzt da reingerührt. Was fehlt uns denn noch? Zucchini anbraten, Avocado schneiden. Und dann geht's schon in den Ofen. Geht das schon in den Ofen. Das wird also richtig schnell, richtig fein. Wir machen uns da gleich so einen hohen quasi Doppeldecker. Oh, ma! Irgendwann rast ich hier aus. Ich liebe diese Schublade. Soll ich dann weitermachen mit den Zucchini? Mhm. Ja? Salz, Pfeffer dann, oder? Mhm. Rosmarin? Mhm. Boah. Ich hasse den eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer mit dem mache. Hi Nico, schön, dass du da bist. Hallo. Nico hat die Avocado übrigens schon, der nimmt euch ja immer so hervorragend. Wieso stehst du hier voll im Bild, guck mal. Ja, aber du musst es auch mal erklären, du musst auch unsere Leute mal ich mitnehmen. Ich habe sie halbiert. Und was tust du jetzt, warum nimmst du das? Nimmst du uns bitte Weil mit? Du es nicht getan hast, nehme ich den Cheddar an mich. Hast du jetzt noch Pfeffer drauf gemacht? Nee. Als wenn ich das tue, was du willst, ohne dass du es sagst, was du willst. Mein Cheddar ist auch schon warm. War das jetzt eine Kritik? Nee. Der Cheddar ist auch schon warm. Dem? Nico hat das alles fleißig belegt, Siehst hat du? Den Cheddar zerrupft. Das geht doch wie von Geisterhand. Nico hat den Ofen vorgeheizt das und zwar... Hast du vorhin schon verraten. Umluft, ja, hast du das? Umluft 180 Grad. Wir wollen ja auch, dass das vernünftig schnell geht. Ne? Was haben wir dann noch zu tun? Die Avocado muss noch, geschnitten werden, richtig? Heraus! Oder? Ach, schneidest du nicht einfach? Ich schneide immer... Aha, guck mal. Seht ihr das? Zeigst du das auch im Nahen? Sieht man das? Ist das gut zu sehen? Ja, oh, ehrlich, das ist ja mega geil. Ich schnatter immer mit dem Messer alles an. Echt? Ja. So, hier ist braun, kann raus, richtig? Ja. Yeah. Mach ich doch einen glatten. Boah, ich liebe Avocado. Uiuiui. Da, guck, der Cheddar. Der schmilzt schon so richtig geil. Oh jo, das sieht gut aus. Ne? Ich wollte, um alle und so. Oh Mann, ich war... Okay, geil. Willkommen bei Cookies. Wir sind beim Anrichten. Nico darf sich austoben, denn unser Knoblauchbrot ist fertig. Er strupselt seinen Kopf gerade noch ein bisschen zurecht. Da könnt ihr auch mal bei zugucken. Das macht nur er. Kein anderer kann so denken wie er. Das ja, ist immer quasi... muss man ja auch hoch hinaus denken. Es ist immer so ein bisschen so, anstatt einfach mal so. Das kann ich nicht. Das wäre nämlich Fleisch ist fertig, das holt der Nico gerade frisch raus. Er hat seine, was ist das für eine Mayo? Das ist jetzt eine scharfe Mayo. Eine scharfe Tabasco Chili Mayo. Kommt auch gleich noch ein bisschen Chili allgemein drauf. Ja, leg einfach mal los. Ja. Da ist noch eine vierte Scheibe. Ohne, ey, alle vier Scheiben will ich benutzt wissen, ne? Ja, der ist der Deckel. Der kriegt keine Soße? Der ist weniger wert als die anderen? Ja. Dankeschön.
ich mag es nicht, wenn jemand ausgegrenzt wird. Ja, ich habe ja Angst hier auf dem Tisch. Weißt du was, Nico? Du hast doch alles Zeit und jeden Platz der Welt. Ich stehe halt einfach hier hinter. Ich habe endlich mal wieder Platz in meiner Küche, so wie früher. Das sieht toll aus, was du da machst. Ich sehe das nicht, ich bin so weit weg. Komm mal nach hier vorne. Komm mal bei mich bei. Du musst lauter sprechen. Nee, ich habe das Mikro am Aber ich höre dich nicht. Was muss ich machen? Zucchini? Hähnchen und dann kommt Zucchini, Tomate, Avocado. Warum bin ich jetzt schon wieder am Anrichten? Mann, weil es heiß und fettig ist. Rucola ist drauf, Mayo ist drauf, Brot ist drauf, Hähnchen ist drauf. Du musst noch bauen. Was machst du da? Ich bin nervös. Kriegen wir das nachher noch angeschnitten? Ja, pass. Guck, die hätte ich schon wieder vergessen. Echt? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe jetzt gerade so, hä, wo geht denn der? Ach, da. Jetzt sieht das aber jetzt schon geil aus, oder? Ich hoffe, ihr könnt das wundervoll sehen. Man könnte das auch einfach so als Stuhl nehmen, ne? Ja. Aber jetzt bin ich halt auch gespannt, ne? Weil es sehr hoch ist. Aber warum? Boah, was ein Ding! Jetzt bin ich schon glücklich. Boah, das ist aber hier ein Quadruple-Doppel-Mega-Brot. Oh, ist das Messer aus meinem Fundus? Mhm. Das ist ja stark, was ich alles habe. Geil, guckt euch das mal an. So hätte ich das mit meinem Burger, hätte ich mal diese Stäbe reinschießen wollen damals. Ich würde sagen. Wir haben Brot gemacht. Kann man das wunderbar sehen. Nico, das ist ja jetzt unfassbar übertrieben. Das ist ja richtig auf Show. Findest du? Das ist immer so mein Mitternachtssnack. Schatz, ich geh nochmal in die Quelle. Oder was? Das ist der Vierfach-Doppeldecker. Das ist der Double-Doppeldecker, glaube ich, ne? Der Double-Doppeldecker. Ja, wegen vier Schichten, also zwei Doppelte. Ja, schön geröstetes Brot in Kräutern und allem, was Spaß macht. Hähnchen mit Cheddar überbacken, Avocado, Tomate, Chilifäden, schön selbstgemachte Mayo mit ein bisschen Schärfe und ein bisschen Fall. Süße. Gebratene Zucchini, Rucola. Wir hoffen, es macht euch ordentlich Appetit und ihr habt Bock, es nachzumachen. Auch da gilt ja wieder wie bei dem Burger, ihr könnt es komplett nach eigenem Gusto variieren. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Resttag. Wir danken für lovely Sunday. A lovely Sunday. So was in der Art. Just before the Monday. Da machst du ja was Wochenende mit kaputt, für die meisten Leute. Ja, den Montag wieder, wenn es dann so war. Ja, aber hey, wir haben euch dafür zum Wochenende ein wundervolles Sandwich gegönnt. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns schaut, über jeden, der uns verbreitet, über jeden, der uns teilt, uns kommentiert, uns abonniert, das Ganze nachmacht. Jeden, der das Essen liebt, jeden, der uns liebt, der andere liebt. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Der Nico war wieder mal wieder hervorragend. Lecker. Lecker. Tschüss. Tschüss.